Also gut, dann möchte ich mal Sie, möchte euch recht herzlich im Namen der Veranstalter begrüßen. Das ist das Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg, die VVN BDA Heidelberg und der DGB Heidelberg Rhein-Neckar. Ich möchte natürlich besonders auch unsere heutige Referentin begrüßen, Susanne Witt-Stahl, die den Weg von Hamburg heute hier nach Heidelberg gefunden hat. Der Anlass ist ja leider mal wieder kein sehr angenehmer. Vor anderthalb Jahren ist ja zu den Kriegen und Konflikten, die seit Anfang des Jahrtausends den Nahen und Mittleren Osten ins Chaos stürzten, noch als ein weiterer hinzugekommen in der Ukraine, das heißt unmittelbar an der Ostgrenze der Europäischen Union. Dort hat der Putsch das Land tief gespalten und im Osten des Landes herrscht ja, wie wir wissen, mittlerweile Krieg. Und dem Land, das ja nur einige hundert Kilometer, kann man sagen, von Deutschland entfernt ist, droht der Zerfall. Und der Konflikt hat ja nicht nur wegen der geografischen Nähe besondere Brisanz, sondern vor allem, weil das Bemühen der Europäischen Union und der NATO, die geostrategisch so bedeutende Ukraine ins eigene Lager herüberzuziehen, unweigerlich auch zur direkten Konfrontation mit Russland führte. Gut, und um welche Interessen hier von Deutschland und der EU, welche von den USA im Spiel sind, welche Rolle Russland spielt und welche Gefahren aus diesen Widersprüchen zwischen den Großmächten erwachsen, das ist dann ein Thema, das wir heute diskutieren werden. Ein anderer, und das wird, denke ich, auch erstmal der Schwerpunkt sein, ist die innenpolitische Situation. Ich meine, als Anlass, also die Idee zu der Veranstaltung heute kam ja, dass sowas zum ersten Jahrestag des Brandanschlags auf das Gewerkschaftshaus von Odessa am 2. Mai 2014 machen wollten. Damals sind mindestens 42 Menschen getötet und 125 verletzt worden. Es sprechen Angehörige sogar von mehr als 100 Opfern, die im Feuer starben, zu Tode geprügelt wurden, als sie zu flüchten suchten oder einfach hinterher verschwanden. Die Opfer waren Teilnehmer einer Kundgebung gegen die prowestliche Regierung in Kiew und mussten sich vor einem rechtsradikalen Mob in das Gebäude des örtlichen Gewerkschaftsbund flüchten. Und dieses Massaker an den linken Demonstranten war ja nur einer der Höhepunkte der Gewaltakte, die Ende 2013 mit den Protesten gegen die Ablehnung des EU-Assoziierungsabkommens einsetzten und am 22. Februar dann 2014 im gewaltsamen Sturz der Regierung gipfelten. Bewaffnete ultranationalistische, neofaschistische Kräfte hatten dann auch entscheidenden Anteil an diesem Umsturz, der dennoch vom Westen massiv unterstützt wurde. Und die Regierungsparteien und auch die Grünen spielen seither ja auch die Beteiligung der Faschisten systematisch herunter. Deswegen eine Frage, die uns jetzt natürlich und vor allem auch noch im Zusammenhang mit dem 70. Jahrestag der Befreiung, dem 8. Mai, natürlich beschäftigt, wie stark ist denn die Rolle der Faschisten in der Ukraine tatsächlich, aber auch, wie ist die Situation anderer Kräfte, wer ist jetzt da tatsächlich an der Macht und so weiter. Dazu, also um da uns einen Überblick zu verschaffen, haben wir die Journalistin Susanne Witt-Stahl eingeladen. Sie war in der Ukraine mehrfach in dieser Zeit, hat sich vor Ort selbst ein Bild gemacht. Sie war sowohl auf dem Maidan in Kiew als auch bei der Unabhängigkeitsbewegung im Donbass. Sie war zur Zeit, als das Massaker in Odessa passierte, auch in der Ukraine, zwar nicht dort, aber in Slawansk und konnte da natürlich auch sehen, wie da die Stimmung halt schon sehr stark gekippt war in Richtung das, was ja auch Titel ist, ne, Ukraine am Abgrund. Ne, da war man eigentlich schon am Rande, also stand man schon vor dem Bürgerkrieg. Ja, Susanne Witt-Stahl ist, wie gesagt, Journalistin, auch Buchautorin. Aktuell ist sie Chefredakteurin dieser Zeitschrift Melodie und Rhythmus. Und ja, freue mich, dass sie heute da ist und ich übergebe damit auch schon das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal vielen herzlichen Dank auch hier an die Veranstalter, vor allen Dingen an die Veranstalter, dass ich hier
ein paar Beobachtungen zum Besten geben darf und ein paar Reflexionen dazu, ein paar Thesen auch dazu. Vor allen Dingen, und das ist mir das Allerwichtigste, möchte ich mit Ihnen heute Abend auch ins Gespräch kommen, würde einige Fragen und Einschätzungen mit Ihnen diskutieren, weil dieses Monologisieren über Zeitungsartikel, das ist mir schon lange zu wenig. Ich sage immer, aus der erschütternden, nicht nur Negativität, sondern erschütternden und beängstigenden Negativität der Vorgänge, die Joachim ja eben schon ganz gut mir die Koordinaten vorgegeben hat, wo die Probleme dort liegen, geopolitischer Art, dass diese Vorgänge auch sozusagen einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder freisetzen, nämlich dass hier in Deutschland Kräfte, die das, was sich weltpolitisch gerade zusammenbraut, nicht wollen, wieder kritisch hinterfragen, auch wieder zusammenkommen und überhaupt versuchen, irgendeine Perspektive gemeinsam zu schaffen. Das ist mein Erfahrungshorizont, seit ich zu diesem Thema arbeite. Ich bin seit März 2014 immer mal wieder unterwegs in Deutschland. Ich war fast in allen Ecken bislang, auch im Ausland, in Wien, jetzt am letzten Wochenende gerade in Zürich. Und ich merke, da ist überall eine starke Sensibilität erwacht für eine Gefahr, die meines Erachtens real ist und die gerade am Wachsen ist. Und genau darüber möchte ich sprechen und das auch ein bisschen gründen. Wir haben, und das hatte Joachim gerade erwähnt, den 70. Jahrestag gerade in Deutschland begangen. Ich muss sagen, dass mich da auch zum Teil eine große Befremdung ereilt hat, wie Kräfte, die eigentlich mit der Befreiung wenig zu tun haben, was ich in der Tradition stehen, diesen Jahrestag ideologisch für sich vereinnahmt und ausgebeutet haben. Ich kann sehr verdiente, langjährige, aktive Antifaschisten, wie beispielsweise den Schauspieler Rolf Becker, den ich neulich für die Melodie und Rhythmus für die Antifaschismus-Ausgabe, die gerade erschienen ist, interviewt habe, verstehen, wenn Sie sagen, Sie haben mit der Befreiungsrhetorik ein gewaltiges Problem. Nicht etwa, weil Sie nicht der Meinung oder er nicht der Meinung wäre, dass man am 8. Mai vom Nazifaschismus befreit worden wäre. Das ist nicht sein Problem, sondern das Problem ist, dass teilweise in unserer Gesellschaft suggeriert wird, als seien die Bedingungen der Möglichkeit von Faschismus und militanten Nationalismus beseitigt, aus der Welt geräumt. Und das ist eben etwas, was aktive Antifaschisten energisch bestreiten. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, wo wir bei der Ukraine ansetzen müssen. Die Ukraine und die Vorgänge dort und drumherum, die beweisen uns gerade so, sie konfrontieren uns jetzt gerade mit der Wahrheit, dass dieser Kampf nicht gewonnen ist und dass wir nicht in einer antifaschistischen Gesellschaft leben, und das meine ich europaweit, sondern in einer postfaschistischen Gesellschaft, und das ist ein Unterschied ums Ganze. Ich muss auch immer wieder sagen, wenn wir heute, und das sind ja auch alles Kampfbegriffe in den Diskursen, sowas hören wie, ja, da kämpft Zivilisation gegen Barbarei, das ist ja etwas, was eigentlich mal linke Rhetorik war, ja, der Kampf der Zivilisation, das heißt der fortschrittlichen Kräfte, der aller Demokraten gegen die Nazi-Barbarei, dann ist das etwas, das ich grundsätzlich erstmal unterschreiben würde, aber die historischen Ereignisse in Deutschland, das, was sich zwischen 1933 und 1945, vor allen Dingen in den 40er Jahren ereignet hat, kam aus der Mitte der Zivilisation und nicht aus der Peripherie. Und ich bin heute immer sehr, sehr nachdenklich und vorsichtig und kann nur davor warnen, diesen Zivilisationsbegriff blind und unreflektiert zu perpetuieren. Ja, weil nämlich auch in den Diskursen um die Ukraine haben wir genau jetzt das Problem. Ja, die EU sieht sich als Stadtteil und die Vereinigten Staaten als Stadthalter der Zivilisation und Russland sei der Inbegriff der Barbarei. Und da sage ich ja, da habe ich eine ganz energische Einwände. So einfach ist das nicht. Und schon gar nicht sollte man in einem Land wie Deutschland
das ein Menschheitsverbrechen zu verantworten hat, für sich in Anspruch einfach nehmen, der Statthalter der Zivilisation zu sein. Also das schicke ich vorweg, dass ich einen starken zivilisationskritischen Ansatz habe und eher da der Meinung bin, mit Zivilisationskritikern wie Theodor W. Adorno oder auch Walter Benjamin, dass man gegenüber dieser Rhetorik sehr, sehr skeptisch sein muss. Aber ich will jetzt zur Sache kommen. Wir wollen über die Ukraine sprechen. Dass der Faschismus in der Ukraine auf dem Vormarsch ist, das ist eine Erkenntnis, die konnte man eigentlich schon im Herbst 2013 haben. Nicht nur, weil militante Nationalisten und Faschisten schon in den Jahren davor einen erheblichen Zuwachs an Kräften verzeichnen konnten und sehr virulent waren. Auf dem Maidan dann, und das ging mir hier noch so, in der Beobachtung über die Fernsehbilder und die ungezählten YouTube-Filmchen im Internet, da musste man, wenn man sich die Kämpfe dort anschaute, vor allen Dingen eben auf dem Maidan, das war ja das Zentrum der militärischen Auseinandersetzung auch zunächst, dann muss ich sagen, als jemand, die selber aus einer, sage ich mal, die eine bewegte Biografie hat und viele Straßenkämpfe miterlebt hat, in Hamburg die Hafenstraßenkämpfe, Genua, wenn auch nicht vor Ort, aber doch mit einer wachen Nähe sozusagen des Beobachters mitverfolgt hat, dann habe ich gesehen, und das ging vielen anderen Leuten auch, das ist anders als ein Volksaufstand. Das ist nicht einfach eine soziale Bewegung von Menschen, die sagen, wir haben die Schnauze voll und wir kämpfen jetzt mal dieses korrupte Regime weg. Das heißt nicht, dass die Regierung der Ukraine nicht korrupt war, dass die Janukowitsch, sagen wir mal, und seine Entourage und die Oligarchen, die damit verbunden waren, nicht enorme Verwerfungen begangen hatten. Aber es heißt auch, dass das, was auf der Ukraine dem entgegengestellt wurde, nicht etwas war, das von unten kam. Und das muss ich jetzt natürlich ein bisschen begründen. Ich bin das erste Mal in der Ukraine gelandet, genau um mir ein Bild zu machen, wie sind eigentlich die Kräfteverhältnisse auf dem Maidan? Wer sind die treibenden Kräfte? Welche Positionen vertreten die? Und vor allen Dingen, wie ist eigentlich jetzt, nachdem Janukowitsch sozusagen am Boden war oder ist, zu dem Zeitpunkt war es ja ein Ist-Zustand, wie sehen die Tendenzen aus? Ich kann sagen, ich war gerade aus dem Flugzeug gestiegen am späten Abend, da war das der erste Eindruck, eine mit Balaklavas, also wie sagt man hier, Hasskappen, diese Motorradkappen, ausgerüsteten Kräfte, die die ganze Stadt dominierten und mit Baseballschlägern und anderen Waffen dort versuchten, irgendwie Ordnung zu schaffen. Und natürlich, ich war so neugierig, dass ich gleich in der Nacht noch auf den Maidan gegangen war. Und das war 2 Tage, nachdem Janukowitsch gestürzt war. Ich muss auch sagen, ich hätte mein Ticket eigentlich das erste Mal gebucht, weil ich noch dachte, mitten in die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe zu kommen, um genau zu schauen, was da, wie die eigentlich aus der Nähe sich anfühlen und ansehen. Ich kam sozusagen dafür zu spät und musste aber feststellen, dass auf dem Maidan die neuen Herren sich schon ziemlich schnell etabliert hatten. Was heißt das? Das heißt, und deswegen erzähle ich das hier noch ein bisschen, bevor ich natürlich auch einiges zum Osten der Ukraine sagen werde. Man hat auf dem Maidan eigentlich schon am 24. Februar und sicher auch schon davor feststellen müssen, dass es eigentlich nur noch eine Meinung gab, die akzeptiert war. Und diese Meinung war ein sehr militanter, aggressiver Nationalismus, der sich teilweise in Faschismus offenbarte. Wie muss man sich das vorstellen? Man muss erst mal vorstellen, dass die Kräfte, die heute in den Medien ziemlich deutlich repräsentiert sind, nämlich das, was rechter Sektor sich nennt und Parteien wie Svoboda, einfach so eine Art Lufthoheit auf diesem Platz hatten. Man stellt sich eigentlich so vor, man hat das Ganze ja als Revolution sozusagen dort verkauft, angekündigt. Und ich muss auch sagen, dass die meisten Akteure dort sich als Revolutionäre verstanden und sich heute zum Teil verstehen. Man denkt sich dann so, ja,
wir kennen alle diese große Bühne, die es auf dem Maidan gab. Da denkt man ja, dass da ganz viele Versammlungen sind und die Leute diskutieren miteinander und wählen ihre Vertreter und so. Aber nichts dergleichen konnte man vorfinden. Was ich dort tagelang vorfand auf der Bühne, und zwar eigentlich rund um die Uhr, war die berüchtigte alte Dreifaltigkeit der Reaktion, nämlich Rechte, Ultrarechte, Politiker, die dort sprachen, der Klerus und Militärs, die dort ein Ritual nach dem anderen feierten und die Massen dort sehr gut unter Kontrolle hatte. Das heißt, es wurde sehr viel mit Massensuggestion gearbeitet. Man hat manchmal erlebt, dass dort, also neben den vielen Riten, die dort abgehalten wurden, meistens sehr aufgeladen mit nationalistischem Pathos, das ja für eine Linke, sage ich mal, und ich glaube, das würde Ihnen nicht anders gehen, sehr schwer auszuhalten war, dass diese Rituale eigentlich immer darauf zielten, eine eingeschworene Gemeinschaft auf diesem Platz herzustellen und jeglichen Diskurs oder Opposition von vornherein zu vermeiden. Die Riten waren hauptsächlich den getöteten Menschen erstmal gewidmet. Das ist natürlich verständlich. Man darf einzig vergessen, auf dem Maidan herrschte so eine Art, ja, eine Gemengelage, die sich aus unglaublicher Paralyse, Schockzustand, Trauer, Entsetzen über die Gewaltausbrüche auf der einen Seite speiste und auf der anderen Seite war ein Gefühl natürlich des großen Triumphs. Man war in großer Feierstimmung, man hatte gesiegt, man glaubte jetzt, kommt jetzt hier eine ganz neue Gesellschaft, die Oligarchen haben kein Wörtchen mehr mitzureden und alles wird jetzt anders. Das waren so diese beiden Stimmungen, die aufeinander trafen. Und das sind natürlich Stimmungen, extreme Gefühlslagen, die folgende Situationen hervorrufen, nämlich dass sozusagen die blutenden Herzen der Menschen dort in großer Bandbreite vorzufinden war und ein Moment, wo natürlich auch allerlei Ideologen eigentlich nur noch kommen müssen und ernten müssen. Und das machte man genau mit diesen Ritualen, das machte man aber auch damit, indem man viele zivilgesellschaftliche Formeln sozusagen abgeschafft hat. Also es galt als unanständig, sich mit Guten Abend und Guten Morgen zu begrüßen, sondern man musste sich mit Slava Ukraine, Herojem Slava, also Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden begrüßen. Und ich sage auch gleich, wer nicht bereit war, das mitzumachen, der musste sich schon sehr maßregeln lassen. Ich als Ausländerin, die sich unwissend gab, so mir hat man das noch durchgehen lassen, aber ich würde sagen, ein Kiewer Bürger, der hätte schon Probleme bekommen, wenn er sich geweigert hätte, diesen Gruß auszutauschen. Nun könnte man sagen, naja gut, das war die emotionale Lage, aber man darf auch nicht vergessen, was dieser Gruß für eine Bedeutung hat in der Ukraine. Er war die Grußformel der Ukrainian Partisan Army, der vielleicht noch bekannter unter dem Namen UPA, eine Organisation, die schon Ende der 1920er Jahre entstanden war, in den 30er und 40ern in der Ukraine ihr Unwesen getrieben hat, zeitweise verbündet war mit den deutschen Besatzern dann während des Zweiten Weltkrieges und an zahlreichen schweren Verbrechen beteiligt war. Es sind zigtausend, vor allen Dingen polnische Bewohner des Westens, den Massakern der UPA zum Opfer gefallen. Viele Leute haben vielleicht den Namen Stepan Bandera mal gehört. Stepan Bandera war der bis heute glorifizierte Führer dieser Organisation, die sozusagen der bewaffnete Arm der Ukraine, also der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung war. Dieser Stepan Bandera spielte auf dem Maidan auch gleich eine sehr große Rolle. Er wurde an allen Ecken und Enden verehrt. Was wir immer über die Nachrichten gesehen haben, war ja so ab und zu mal die Bühne. Wir haben immer nur die Einspielung mitbekommen, wo Wladimir Klitschko gesprochen hat, der als moderater Vertreter dieser Bewegung gilt. Das im Verhältnis zu dem, was sonst an Kräften dort das Sagen haben, ist das irgendwie auch noch für richtig, wenn auch irgendwie schon gleich wieder falsch, weil auch er gehört zu den reaktionären Kräften dort und ist alles andere als ein guter Demokrat. Und er hat dort ein Bündnis zwischen Nationalisten und Faschisten mitgeschmiedet. Das muss man dazu sagen. Ich fand das immer so amüsant, dass auf der linken Seite der Fernsehübertragung immer nichts zu sehen war. Und als ich auf dem Maidan stand, war mir klar, warum die linke Seite nicht so gerne eingeschaltet
eingeblendet wurde, nämlich weil dort ein riesiges Porträt, ich habe mal ausgemessen, etwa 5,5 Meter hoch von Stepan Bandera dort aufgestellt war. Und das macht sich natürlich nicht gut, wenn man die Maidan-Bewegung als demokratischen Aufbruch, als demokratische Erhebung darstellen möchte. Wenn man über den Maidan ging, dann merkte man auch, dass man eigentlich an linken Symboliken, das denkt man so, wenn eine Revolution ist, dann denke ich, dann sind rote Fahnen dort, dann sehe ich vielleicht Hammer und Sichel oder ich sehe irgendwelche linke Symbole, da hat jetzt jeder seine Vorlieben und Abneigung. Ich fand das nur sehr merkwürdig. Der Maidan ist ein riesiger Platz. Man braucht sehr lange, um ihn sozusagen abzulaufen. Man darf vergessen, zu der Zeit war der Maidan eine Stadt. Ja, auf dem ganzen Maidan standen Zelte. Leute hatten dort seit Monaten gewohnt und die gesamte Umgebung des Maidan, also sozusagen alle Häuserblocks, die den Maidan sozusagen umrahmten, ein Jahr vorher, wie in allen europäischen Metropolen, dort die Standorte von den großen Elektronikherstellern, riesige Kaufhäuser, Luxus, Gastronomie und so weiter wurde angesiedelt. Aber es war nicht mehr ein einziges Geschäft geöffnet, sondern genau diese ganzen Standorte, die ganzen Filialen von Samsung und so weiter, waren jetzt plötzlich besetzt von politischen Organisationen. Und die, sagen wir mal, die Sahnestückchen hatte sich der rechte Sektor und alle möglichen rechten Organisationen unter den Nagel gerissen, um es mal so leger zu sagen. Wenn man dort rumging, war es wirklich unmöglich, Linke in dem Sinne identifizieren zu können. Also das höchste der Gefühle waren Menschen, die sich bezeichnet haben als Demokraten, die irgendwie eine andere Ukraine wollten. Ich sage es bewusst irgendwie, sie wussten es selber nicht. Es waren sehr diffuse Vorstellungen. Man wollte einfach gegen Janukowitsch sein, man war gegen die Oligarchen. Und da war natürlich in dem Moment dann doch ein sagen wir mal, demokratisches und auch linkes Element zu finden. Aber das war es dann eigentlich auch. Ansonsten muss man sagen, der Maidan war komplett militarisiert. Die jungen Männer dort, vor allen Dingen des rechten Sektor und anderer rechter nationalistischer Kampforganisationen, waren dabei, die Leute zu disziplinieren. Man muss auch sagen, das ist den meisten, glaube ich, gar nicht so klar, der Maidan war in 17 militärische Einheiten eingeteilt, also etwa mit 1700 Mann ausgestattet. A100 war immer eine Kampfgruppe und das war alles sehr gut organisiert. Ich sagte es ja eingangs, dass mir diese Kämpfe, die man auf den Videos sah, ungewöhnlich vorkamen, weil die Leute unglaublich gut ausgebildet waren, in strammen Formationen gekämpft haben und auch wussten, wie man Schlagwaffen und andere Waffen bis hin zu Ketten und was da alles am Start war, Macheten. Es gab eigentlich keine Hieb- und Stichwaffe, die man dort nicht vorfand, bis zu Morgensternen, die eingesetzt waren. Und die Leute wussten aber, wie man die Waffen auch einsetzt. Und das war zu dem Zeitpunkt die Situation. Was ich gemacht habe, ist auch, ich stand jeden Morgen vor dem Rekrutierungsbüro des rechten Sektor, wo sich riesige Schlangen sammelten, um dort Aufnahme zu finden. Was sehr interessant war, dass dort auf der einen Seite sehr, sehr junge Menschen kamen, junge Ukrainer, aber auch viele Jugendliche, die aus dem Ausland angereist waren. Mir fiel auf eine sehr hohe Anzahl von US-Amerikanern und Kanadiern, die gekommen waren, die gesagt hatten, sie wären zu Hilfe gerufen worden. Sie müssten die Frauen und Kinder in der Ukraine beschützen, weil die Russen sie töten würden. Es wurde in den Tagen auch die Hysterie verbreitet, dass Putin den Maidan bombardieren lassen würde. Leider hat diese Propaganda auch ziemlich viel Erfolg gehabt. Also die Leute haben das ernsthaft geglaubt, dass so etwas im Bereich des Möglichen ist. Und das hat natürlich viele Beschützerinstinkte geweckt, gerade bei jungen Männern. Und die wurden natürlich dann sozusagen schamlos ausgebeutet. Man hat natürlich mit den üblichen heroischen Gesten, mit dem üblichen Pathos eben Jugendliche begeistern können. Es ging so weit, und das interessiert mich besonders als Kulturkritikerin, als jemand, die
seit Jahren über die Strategien des Neofaschismus forscht, wie also junge Leute über popkulturelle Moden, über popkulturelle Produkte sozusagen rekrutiert werden, interessierte mich natürlich besonders, wie diese, sagen wir mal, hochmodernen Neofaschisten auftraten und wie sie die Jugendlichen begeisterten. Mir fiel dann auf, dass die Kämpfer des rechten Sektors dazu so etwas wie Popstars avanciert waren. Das heißt, junge Mädchen, 16, 17 Jahre, gingen zu den Faschisten und anderen militanten Nationalisten hin und haben sich dann da Autogramme geben lassen auf den ukrainischen Fahnen. Überall wurde Ukraine über alles angestimmt und der Maidan war dann abends ein riesiges Meer von Kerzen und da ist klar, dass die Emotionen dann völlig außer Rand und Band gerieten. Was mir auch aufgefallen ist, natürlich war der Maidan, das ging da gerade los, eine Art Mekka für Neofaschisten aus ganz Europa, die natürlich jetzt das erste Mal in ihrem Leben eine, ja, in ihren Augen nationalistische Revolution erleben wollten und die natürlich auch sich daran beteiligen wollten und da sozusagen zu Ruhm und Ehre gelangen wurden und auch Erfahrungen dort sammeln wollten. Ja. Und man hat dann natürlich da das auch zu einem touristischen, erlebnisorientierten Fahrt dann organisiert oder auswachsen lassen. Man fand aber dann auch Leute vor, die absolute Profikiller waren. Also ich habe dort auch Leute getroffen, die beim rechten Sektor angeheuert haben, die früher in der Fremdenlegion gearbeitet haben, die in anderen Söldnerherren gedient hatten. Darunter auch übrigens Ukrainer, die nach Hause gekommen waren, weil man da jetzt Geld verdienen kann. Ja. Also mir sagte zum Beispiel ein Fremdenlegionär, der von der Krim kam, er sagte, er hätte sein ganzes Leben lang in Afrika, in Asien für Frankreich getötet. Er hätte nie was anderes gelernt und jetzt würde er hier einen Job suchen. Und er stand vor dem Büro des rechten Sektors und wurde natürlich mit Handkuss genommen, weil seine Fähigkeiten sind natürlich sehr gefragt gewesen. Man muss ohnehin sagen, dass dort Leute mit viel militärischer Erfahrung am Werk waren. Also der Maidan, die Maidan-Kämpfer rekrutierten sich doch in erheblichen Teilen aus Leuten, die Kriegserfahrung hatten. Das haben durch die vielen Gespräche und Interviews, die ich geführt habe, konnte ich das herausfinden. Und viele Kämpfer des rechten Sektors haben auch gesagt, dass sie eine langwierige Ausbildung schon hatten im Westen, im Westteil des Landes. Hat es Camps gegeben, wo sie in allen möglichen Formen des Straßenkampfes unterwiesen worden waren. Ich habe nach dieser Phase, die man jetzt natürlich noch sehr, sehr lange beschreiben könnte, im April 2010 Folgendes gemacht. Ich bin noch mal Monate später auf den Maidan gefahren, schlicht und ergreifend, um festzustellen, wenn diese ganzen Emotionen ein bisschen runtergekocht sind, wenn die erste Euphorie dieser sogenannten Revolution verflogen ist, wenn die Wahlen vor der Tür stehen, wenn jetzt auch natürlich Konzepte gefragt waren, wie geht es denn jetzt weiter, wie wird denn dieses Land jetzt regiert und organisiert, zu erfahren, wie denn die Leute, die den Maidan noch unterstützen und zu der Zeit war der Maidan noch diese Zeltstadt, wie die denn jetzt eigentlich denken. Und das war natürlich gleichzeitig der Moment, als klar war, dass im Osten sich die Menschen mit der neuen Regierung in Kiew und auch mit den ersten Repressionen, die sich andeutete, nämlich die Einschränkung russischer Kultur, da gab es ja eine Initiative, das Russisch als Amtssprache in Teilen abzuschaffen, zumindest restriktiv zu handhaben. Da war in dem Moment schon klar, dass es zu einem schweren Konflikt kommen würde, beziehungsweise der Konflikt war gerade ausgebrochen. Das war die Zeit, als die Volksrepubliken sich selbst ausgerufen haben. Wir wissen, sie sind bis heute nicht anerkannt. Zu diesem Zeitpunkt war auch im Westen der Ukraine eine große Wut und ein großer Ärger da. Und da merkte man, wie stark sich die antirussischen Ressentiments schon verfestigt hatten. Das sind natürlich nicht Ressentiments, die über Nacht gekommen waren, sondern Ressentiments, die es immer gab und die wieder aufgerufen wurden. Und da war auch dann genau diese Rhetorik von dem Kampf der Zivilisation, die natürlich der Westen für sich beansprucht gegen die Barbarei,
im Osten, sprich die Russen. Man merkte, dass eine Wut sich zusammengebraut hatte, die Russland galt, die der russischen Regierung vor allen Dingen galt, aber auch der russischen Bevölkerung im Osten und die identifiziert wurde mit Kommunismus. Das war meistens so, dass Russland und Kommunismus wollte man sich dort nicht getrennt denken und das war sozusagen der Hauptfeind, den man dort ausgemacht hatte. Zu dem Zeitpunkt hat mich natürlich interessiert in den vielen Interviews, die ich geführt habe, übrigens auch mit Vertretern des rechten Sektors, was eigentlich die Strategie sein soll. Ich habe zum Beispiel gefragt auf dem Maidan, sollte man mit den Aufständischen im Osten jetzt mal in Verhandlung treten? Es ist ja ein Aufstand, und das hat sich deutlich herauskristallisiert, der nicht von einzelnen Kräften getragen wurde, sondern der von breiten Teilen der Bevölkerung, jedenfalls war das für den Donbass der Fall, unterstützt wurde. Und was ich da feststellen musste, ist, dass ich eigentlich bis auf eine einzige Ausnahme keine Stimme finden konnte, die noch daran interessiert war, einen Ausgleich mit der Bevölkerung im Osten herbeizuführen. Also Verhandeln wurde als schändlich und Hochverrat abgelehnt. Viele haben gesagt, wir müssen einen Krieg gegen diese Leute führen, wir müssen die sozusagen zur Raison bringen, wir müssen dieses, teilweise waren es mit Vernichtungsrhetorik unterlegt, wir müssen dieses Pakt dort ausradieren. Alles in allen verschiedenen Aggressionsstufen konnte man dort die Forderungen hören. Viele haben gesagt, wir dürfen auf keinen Fall die Armee einsetzen, der ist nicht zu trauen, die ist viel zu milde. Lass den rechten Sektor da reinschicken und der räumt da richtig auf. Der rechte Sektor hatte ungeheuer guten Ruf und viele Leute haben diesen rechten Sektor auch als die große Lösung aller Probleme propagiert. Und man merkte schon, das ist jedenfalls eine meiner Thesen, dass vor allen Dingen also dass der Mittelstand der Ukraine, ja, die meisten Leute kamen nicht aus der Unterklasse, die ich dort befragt habe, sondern der Mittelstand der Westukraine dieses Bündnis mit militanten Nationalisten und Faschisten unter allen Umständen wollte und den rechten Sektor eben auch nach allen Regeln der Kunst unterstützt hat. Das galt natürlich auch für die Partei Svoboda, die zu der Zeitpunkt noch sehr gut aufgestellt war. Inzwischen sind ja die ganzen Gemengelage etwas verschoben, da gibt es eine Umstrukturierung in den Parteien, aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass diese ganzen Kräfte keineswegs verschwunden sind, sondern sich zum Teil umbenannt haben oder sich in neuen Fraktionen zusammengefunden haben. Darüber können wir ja vielleicht nachher nochmal sprechen. Was ich sehr interessant fand, und dann komme ich mal auf den Osten zu sprechen, ist, dass man dort unter den Faschisten schon eine Erscheinungsform fand, die man nicht einfach so beschreiben kann, dass man sagt, ja, ja, das sind die alten Nazis oder die Erben der Nazis, die da an die Oberfläche gespült wurden und das sind die alten Blut- und Bodenrassisten. So einfach ist das alles nicht. Man muss sagen, man findet in der Ukraine zwar auf der einen Seite tatsächlich diese, ich nenne die immer Traditionsnazis, Nazis, die tatsächlich in der Tradition des deutschen Hitlerfaschismus stehen und ähnliche Ideologeme vertreten, auch aggressive Antisemiten sind. Aber man findet eben auch hochmoderne Faschisten, die sehr stark westlich orientiert sind, die ein Bündnis mit der USA wollen, die zwar EU-kritisch sind, aber die mit der EU durchaus sich eine Kooperation vorstellen können. Das sind Leute, die übrigens die Totalitarismusthese vertreten. Das sind Leute, die sagen, wir sind gegen Hitler und gegen Stalin. Das ist eigentlich das Gleiche. Kommunismus und Faschismus ist das Gleiche. Davon distanzieren wir uns. Sondern uns geht es darum, die Russen zu bekämpfen, die uns hier unsere Unabhängigkeit streitig machen wollen, unsere Kultur zerstören wollen, unsere Zivilisation bedrohen. Und uns geht es vor allen Dingen darum, die Kommunisten zu bekämpfen. Und da kann ich nur sagen, das macht natürlich dieser militante Antikommunismus ist natürlich ein zentraler Wesenszug des Faschismus. Ich glaube, dass es an der Zeit wäre, die Faschismusforschung, die in Deutschland wirklich Enormes hervorgebracht hat, vor allen Dingen marxistische Faschismusforscher wie Reinhard Opitz wäre zu nennen, Kühnel wäre zu nennen, mal wieder zu lesen, um heute die passenden Analysen zu diesen Phänomenen überhaupt machen zu können. Es ist, finde ich, sehr, sehr interessant, dass Reinhard Opitz 1980
1980, das war das Jahr, als Ronald Reagan gewählt wurde. Das war kurz nachdem Maggie Thatcher in England, in Großbritannien die Regierung übernommen hatte, dass Reinhard Opitz gesagt hat, es gibt einen ganz gewaltigen Strategiewechsel, der sich aus verschiedenen Notwendigkeiten einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise und so weiter, einer stark aufgestellten keynesianischen Linken sich ergibt. Und dieser Strategiewechsel produziert einen ganz anderen Faschismus und einen ganz anderen Antifaschismus auch. Er hatte zu der Zeit nochmal Bezug genommen, und das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das streue ich hier mal kurz ein, um dann auf den Osten der Ukraine gleich zu sprechen zu kommen. Er hat gesagt, dass natürlich unter den Vorzeichen des Keynesianismus, und da reden wir jetzt von 1920er und 30er Jahren und danach noch etwas, natürlich ein anderer Faschismus auf die Welt kam als unter den Vorzeichen des Neoliberalismus. Er sagte, die Strategie der Reaktion wäre damals gewesen, weil die Gesellschaft stark vom Sozialismus beeinflusst war, unter dem Deckmantel, unter dem falschen Flagge des Sozialismus an die Macht zu gelangen. Und er sagte damals, die Nazis seien als falsche Sozialisten gegen wahre Sozialisten und Demokraten vorgegangen. Und er sagte, die Strategie heute der Neoliberalen ist unter dem Deckmantel eines falschen Antifaschismus gegen wahre Antifaschisten ins Feld zu ziehen. Und daran musste ich häufig denken, wenn ich mit Leuten des rechten Sektors sprach, die sich eigentlich jetzt so als Antifaschisten auch noch verkaufen wollen und sagen, ja, wir haben nichts gegen Juden, wir wollen nur Linke umbringen. Und wir wollen nur hier im Prinzip die soziale Frage zu unseren Gunsten mal klären. Dann sollte man tatsächlich mal solche Erkenntnisse und Gedankengänge von Reinhard Opitz wieder aufrufen. Das war übrigens auch ein Kernprojekt, dem ich mich in den vergangenen Jahren gewidmet habe, deutlich zu machen, dass wir über Antifaschismus und natürlich auch über den Faschismus, der den Antifaschismus notwendig macht, mal ganz neu nachzudenken unter der Fuchtel des Neoliberalismus. Und wir dürfen auch immer eins nicht vergessen, und da ist wieder jetzt die Brücke zur Ukraine. Der Neoliberalismus ist nicht friedlich und demokratisch an die Macht gekommen. Der Neoliberalismus ist durch einen faschistischen Putsch erstmal an die Macht gekommen, und das war in Chile. Weil das so weit weg ist, vergessen wir das so häufig. Ja, Chile war das Testlabor des Neoliberalismus, der dann seinen Siegeszug in der gesamten westlichen Welt nach erfolgreicher Laborbefund in Chile angetreten hat. Ich habe gesagt, ich möchte auf den Osten der Ukraine zu sprechen kommen.